traditionell ist ja so der deutsche Mittelstand eher verschlossen. Diese alte Tradition der eigenen Erfindung, die man schützen muss. Und man redet nicht so viel über die Dinge, sondern man macht es einfach gut und liefert das Produkt perfekt. Aber ich glaube nicht, dass in der Zukunft weiter so gearbeitet werden wird. Leo war ein gewisses Experiment, weil dieses Produkt, es gab eigentlich keinen wirklichen Markt dafür. Es war einfach eine Idee, wo wir gesagt haben, was für Stärken haben wir, was trauen wir uns selber zu. Und dann haben wir irgendwie gesagt, doch, gut, das nehmen wir uns mal vor. Ich glaube, den Leo haben wir eigentlich aus reiner Neugierde gemacht. Und deshalb war der Leo so als Transportsystem ohne IT-Aufwände, ohne komplexe Programmierung, ohne Tage-, wochenlange Schulung, hat sich eigentlich schon angeboten, dass das eigentlich zu uns passen könnte. Und es ist auch die ideale Verbindung zwischen Behälter auf der einen Seite und zwischen Regalen. Bei Bito gab es ja keine Abteilung für fahrerlose Transportsysteme. Und wir haben uns überlegt, es gibt auch gar keine Erfahrung im Haus. Es gibt keine Abteilung, wo wir das klassisch ansiedeln können. Und generell ist das ein ganz neuer Markt. Also das sind verschiedene Gebiete, die für uns völlig unbekannt waren. Aber jetzt haben wir sie dann umgesetzt. Also das war für uns ein Lernprojekt. Sehr schnell haben wir dann auch gemerkt, dass wir eine kleine, flexible Einheit brauchen, die ganz aktiv am Markt auch agieren kann. Und deswegen war die Idee, wir gründen im Prinzip ein Start-up im Unternehmen. Wir haben nicht das Mainstream-Produkt, was mittlerweile alle Hersteller auf der Messe zeigen, sondern wir haben eine Nische gefunden, wo wir eigentlich kaum Wettbewerber haben, die genau das Gleiche machen. Ja. Und in der Nische sind wir dann super gut. Leo ist für einen Entwickler ein Schmuckstück. Wenn man sagt, Mensch, kaltes Wasser gesprungen, mit einer Vision, hohen Maß Vision und Idee dabei und am Schluss klappt alles, die Türe öffnen sich immer weiter auf und es kommt beim Kunde an. Das ist ja auch immer noch die Bestätigung von außen und das ist natürlich, das ist eins dieser Entwicklungsprojekte, wo mein Leben lang dran denkt. Also ich war begeistert davon, weil für mich ist klar, dass die alte Welt nicht ewig bestehen bleiben kann. Es wird sich weiterentwickeln und dass das Sensorik, Automatisierung, das Ganze seinen Lauf nehmen wird, das wissen wir alle. Und wenn Sie nicht zumindest bereit sind, sich daran zu gewöhnen und sich auch damit mal zu konfrontieren, dann glaube ich, werden sie auf der Strecke bleiben. Ja, nicht stehen bleiben, wo man ist, sondern es geht um morgen. Dass der Betrieb morgen noch da ist, in irgendeiner Form, in welcher auch immer, dass man weiter kreativ bleibt und in die Zukunft schaut. Optimistisch. Realistisch, aber optimistisch.